Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema Sweatcoin und Kryptos. Viel Spaß beim Schauen. Sweatcoin wird den meisten bereits ein Begriff sein, weil die App gibt es natürlich schon sehr lange. Wie die Schuhe uns hier erahnen lassen, handelt es sich wieder mal um eine App, wo du laufen musst. Durch Laufen generierst du Schritte und pro 1000 Schritte bekommst du einen Sweatcoin. Die Sweatcoin sammelst du dann hier oben in der App. Und du siehst, dass du dann halt eben die Anzahl an Token hast. Jetzt ist es so, mit den Token kannst du dann im hauseigenen Store Sachen kaufen. Die Sachen sind meistens so Sachen, die man nicht haben möchte. Das sind so Sachen wie irgendwelche China-Gadgets, die dann irgendwie was versprechen, was sie wieder nicht halten. Also nicht wirklich irgendwie Anreize schaffen. Jetzt haben die sich aber gedacht, okay, wir müssen uns natürlich auch ein bisschen mit der Zeit entwickeln. Und wir möchten jetzt hier unsere 64 Millionen Nutzer natürlich weiter bespaßen. Wie macht man das heutzutage am besten? Natürlich, man geht in die Web 3.0 Richtung. Dort gibt es bereits Anbieter wie zum Beispiel Steppen, Walk with Steps und natürlich auch andere. Und da möchte auch der Sweatcoin hin. Falls du also Sweat noch nicht kanntest oder vielleicht auch noch nicht genutzt hast, du sagst aber jetzt nach der Vorstellung, okay, das Ganze klingt interessant, ich hätte da Lust drauf, dann kannst du dich gerne über den Link in meiner Videobeschreibung anmelden, dann bekomme ich eine kleine Belohnung und du bekommst nach der Anmeldung eine E-Mail und bekommst dann auch eine kleine Belohnung. Und zwar bekommst du hier auch als Belohnung logischerweise Sweatcoins und wie wir wissen, wird es hier in Zukunft also die Möglichkeit geben, in Web 3.0 die Münzen zu nutzen. Man kann also nicht früh genug anfangen zu sammeln. Wenn du dann also auch den Link nutzt, dann können wir beide befreundet sein und dann sehen wir auch gegenseitig, wie viel wir laufen und können uns so gegenseitig motivieren, falls du da Lust drauf hast. Falls nicht, kann man das Ganze natürlich auch ausmachen, dann sieht keiner, was du läufst. Aber ich finde es als Community-Sache eigentlich ganz interessant. Deswegen würde es mich doppelt freuen, wenn du dich über den Link unten anmeldest. Falls du bereits Sweatcoin nutzt, mich aber gerne als Freund hinzufügen wollen würdest, dann kannst du mich natürlich als Kryptorentner suchen und hinzufügen, dann können wir da schauen, wer von uns mehr läuft. Die App, wie gesagt, die gibt es hier einmal im Apple App Store und im Google Play Store, die kannst du dir kostenfrei downloaden und dann schon loslaufen. Warum solltest du also jetzt schon loslaufen? Ich habe es kurz gespoilert, weil die wollen ja ins Web 3.0, das heißt, die möchten da jetzt die Konkurrenz machen zu den ganzen anderen Move to Earn Apps. Und das Ganze haben sie natürlich auch schon auf Twitter bekannt gegeben. Ich habe für uns mal hier die Seite aufgemacht und dann kriegen wir hier angezeigt, dass wir uns jetzt bereits in Phase 2 befinden. In der ersten Phase wurden die Tokenomics bzw. die Sweatmünze vorgestellt und jetzt in der zweiten Phase gibt es hier nochmal die Infos zum Beispiel, dass es einen NFT geben wird. Ein NFT, da kann ich mir wieder vorstellen, dass es Schuhe geben wird, weil es sich um dynamische NFTs handelt. Dynamische NFTs, das heißt, es ist ein NFT, also ein Bildchen, was sich verändern kann. Ich kann mir also vorstellen, dass es hier irgendwelche Möglichkeiten gibt, den Schuh auszustatten oder aufzuleveln. Oder vielleicht kann man hier natürlich irgendwie auch Designs verändern. Das bleibt abzuwarten, aber der NFT oder das NFT soll dann hier die Bewegung belohnen. Es soll auch ohne möglich sein, aber das Ganze soll dann natürlich so ein bisschen besser gehen oder du sollst bessere Belohnungen bekommen. Wie das Ganze aber aussieht, möchten die immer noch nicht verraten, weil die möchten sich natürlich ein paar Details noch im Ärmel behalten, um dann irgendwann im Sommer wahrscheinlich mit der ganzen Sache rauszukommen. Es ist aber scheinbar möglich und das gibt es dann auch schon hier in der App, dass du hier das aktivieren kannst, sozusagen so eine Wallet und dass du dann im Sommer deine Sweatcoins in die Kryptowährung tauschen kannst. Mit der Kryptowährung kannst du dann natürlich wieder weitergehen und dann zum Beispiel Bitcoin, Ethereum oder Sweat bekommen. Da müssen wir einfach mal schauen, wie sie sich das Ganze vorstellen. Ich denke, das Ganze wird dann so sein, dass du die Sweat-Münze sammelst und die dann irgendwie eintauschen kannst. Vielleicht kannst du aber auch direkt loslaufen und eine von den beiden Münzen bekommen. Das bleibt natürlich abzuwarten, aber ist natürlich eine interessante Sache. Wenn du also sagst, ich habe bei Steppen oder vielleicht auch bei Walk with Step den Einstieg verpasst, du brauchst ja bei beiden inzwischen eine große Summe an Geld, um mitmachen zu können, dann kann es vielleicht sein, dass du hier noch rechtzeitig einsteigen kannst und mitmachen kannst. Dementsprechend soll es eigentlich auch das schon mit dem Video gewesen sein. Die App ist sehr selbsterklärend. Die App ist halt einfach hier die Möglichkeit zu laufen.
Pro 1000 Schritte bekommst du, wie gesagt, einen Sweatcoin und mit diesem kannst du dann irgendwann die Kryptowährung tauschen. Ob das Ganze sich dann lohnt oder nicht, muss man einfach mal schauen. Da du aber im Normalfall sowieso läufst und dein Handy sowieso dabei hast, warum sollte man die Münzen nicht mitnehmen? Man kann hier nichts verlieren, man kann im besten Fall nur gewinnen. Dementsprechend finde ich das Ganze einfach mal interessant. Man kann das ausprobieren, man kann den Verlauf jetzt mal beobachten. Und wenn es dann im Sommer soweit sein soll mit der Kryptowährung, mit der ganzen NFT-Sache, dann kann man immer noch sagen, okay, das gefällt mir, ich mache da mit, oder nein, irgendwie passt mir das Ganze nicht, ich möchte da nicht mitmachen, ich verkaufe meine Münzen oder ich lasse die einfach liegen. Das darf dann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Das Ganze ist natürlich wie immer keine Anlageberatung, du musst selber entscheiden, ob und was du machst, auch ob du dich hier anmelden möchtest. Und falls ja, dann darfst du natürlich, wie gesagt, gerne den Link unten in meiner Videobeschreibung nutzen. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Das soll dir jetzt nur zeigen, dass es sich hier lohnen könnte, jetzt vielleicht schon anzufangen. Lass mich gerne deine Erfahrungen in den Kommentaren wissen. Sag mir auch, was hältst du davon? Denkst du, das hat noch Hoffnung oder kommt es ganz zu spät? Ansonsten Like und Abo dalassen und dann sehen wir uns schon morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter.